Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde For the Kings mit Psycho und Jom. Hallo. Und wir flitzen einfach weiter durch den Dungeon hier, würde ich sagen. Oder nee, ist ja ein Labyrinth. Ach, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn es gibt ja auch eine Pflanze, mit der du Fokus regenerieren kannst. Ja, aber es heißt der Gruppenheilung. Ach so, ja, stimmt. Bisschen bescheuert ist jetzt, dass wir die Flüche nicht runtergekriegt haben von dem Typen hier. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ach nee, ich krieg ihn aber runter, weil ich habe jetzt hier mal geguckt, diese eine Pflanze, die er mit dabei hat, Hexenfluch, ist genau das, was wir brauchen. Gut. Man kann alle betäuben, außer den Linken. Und der Linke hat derbe viel Rüstung. Deswegen würde ich fast sagen, Fokus den Linken, ich nehme ihn raus und dann mal weiter. Ach, so viel dazu. Okay. Dieser Typ mit 84%, das ist echt unklar. Das war in Ordnung. Ja, wir sind halt langsamer. Und ich gehe dann trotzdem auf den Linken. Ja. Ist er dann nicht verpufft? Hm? Ist er doch eben verpufft? Wo ist dann verpufft? Als der Bade losgelegt. Ach so, ja, der hat es nicht hingekriegt, ja, das ist gut. Eben. Ja, Explosion. Sehr schön. Wenn ich dann mal noch die Rüstung nicht beachte. Einer muss ja liefern. Ja. Einer muss ja liefern. Oh, das kann er ruhig öfter machen. Ja. Alter, das kann nicht. Das nicht. Hoffen wir mal. Ich kann jetzt nur hoffen, Gott. Ja! Nice, der ist weg. Angesagt. Ey, den hat er gleich mal bringen können, weißt du? Was ist jetzt mit dem. So, dann würde ich sagen, ich hoffe jetzt, dass der. Achso, nee, warte mal, ich mach erstmal hier den Fluch weg. Danke. Ja, auf wen soll ich denn eigentlich gehen? Eigentlich auf den Oger, oder? Ja, weil den anderen kriege ich auch nicht weg. Den kriegen wir im Leben nicht raus. Gut, aber bis dann kriegen wir sie beide. Das ist doch schon mal nice. Benommen. Ja. So, der Ogre hat noch eine Rüstung, aber ich baller trotzdem den Barden hoffentlich weg. Ja, ja. Da liefert er. Weil ich hätte zu wenig Schaden gemacht. Ja. Ja, den kriegen wir noch weg, wenn wir jetzt alle drei nochmal draufhauen. Den Ogre. Ja. Ich kann ihn halt nochmal probieren zu betäuben. Nicht einfach Max Damage fahren. Ganz ehrlich, wenn der Bogenschütze nochmal dran ist, sehe ich das nicht. Und ja, der gut, macht dann. Ja schon gut Schaden, also hier, bam, rückt er nochmal weiter hinter in der Liste. Ja, sogar hinter mich, ja. Ja. Na gut, dazu. Ja, der ist immer noch betäubt. Der kann da einfach nur rum. Er kommt einfach nie dran. Aber schön, wie er guckt. Jetzt ist er, vor mir ist er dran. Ja? Sicher? Ich glaube, der ist immer noch betäubt. Der hat auch immer noch das, vorübergehender Stillstand auf der Zeitleiste steht da. Also er bleibt einfach stehen. Stimmt, ja. Zack. Ja. Jetzt ist er nicht mehr betäubt. Ja, okay. Aber. Das ist schon recht nice. Jetzt ist eh egal. Oh, schön. Levelaufstieg. Gelevelt. Ui. Gegen Untot ist eigentlich schon ganz nice. Das sind die Blankwaffen ja alle. Gibt es gleich mal weiter? Ja. Ja, vor allen Dingen ist das ein Einhänder jetzt. Ach, mit Schild und Spotten und solche Dinge? Ja, dann würde ich das Ding jetzt anlegen. Ah, aber ich habe keinen AE mehr. Also keinen AE Stun. Aber wenn wir ehrlich sind, 70% der Viecher sind nicht betäubbar. Ja gut, aber es macht halt schon gut Schaden, aber trotzdem, ja, ich leg das Ding mal an. Was? Ich hab schon eine, keine Ahnung. Ich glaube, die Jahrmärkte kommen nicht, weil man die im Wissensladen freischaltet. Achso, alles klar. Wahrscheinlich keinen Jahrmarkt sehen, würde ich mutmaßen. Gut, dann würde ich mir jetzt das Schild hier wieder anlegen. Ach, dann habe ich nochmal Schadensreflexion. Nochmal zusätzlich zu dem Schaden, den ich so oder so, also mache ich 6 Schaden durch Reflexion. Nice. Der nächste Raum ist ein Endgegner. Okay. Oder? Da oben auf der Leiste. Sieht so aus, ja. Haben wir noch irgendwas, um Fokus zu regenerieren? Nee. Schade eigentlich.
Ich müsste jetzt fast eine Heilung machen, weil ich bin auf 38. Ein bisschen Ja. Waste, weil du bist voll, aber ich kann nicht mit 38 in den Kampf rein. Ja, dann mach halt eine Heilung. Was? Warum bist du nicht geheilt? Achso, doch, du wurdest geheilt. Ich bin geheilt, aber ja. Ich bin nicht voll. Okay. Alter. Alter. Was ist denn los? Eispriester oder Feuerpriester? Das hätte man gern kaputt gemacht. Kann auf beide nicht wirklich Schaden machen. Scheiße, und ich kann jetzt, ja, ich kann AE machen, aber das macht dem in der Mitte überhaupt keinen Schaden. Nee, das bringt überhaupt nichts. Ich gehe auf den Feuerpriester, nee, ich gehe auf den Eispriester, ich will nicht verlangsamt werden. Was ist das? Ausweichen verringert, gut, damit kann ich bei dem Charakter leben. Und neuen Schaden gefroren. Ah, aber gefroren ist gemein. Ja, ich muss ja fast auf den mittleren gehen. Oder kann ich, nee, ausweichen, wegmachen geht ja auch nicht. 25% erlittener Schaden, what the fuck. Ja, das könntest du wegcasten bei dir. Kann ich das? Aber ich, probier's. Ich, nee, nee, ah, ja, gut. Ja, ja, nice. Geht. Ich mache jetzt aber mal verspotten, oder? Ja, mach das. Oh, bitte lass das einfach funktionieren. Ja. So, jetzt holen sich alle 6 Schaden ab. So, und ich mache den Eisronny wieder weg. Natürlich benommen. Aber ich meine, das mit dem Verspotten sollte ja noch anziehen, glaube ich. Shit, die machen aber auch böse Schaden. Hey, du hast einen ziemlich miesen Tag da drüben. Ja, ja, irgendwie. Will ich ihn trotzdem angreifen, auch wenn ich jetzt nicht den Megaschaden mache? Ja, mach das. Oder ich mache keinen Schaden. Oh, 4. Schön. Ist den weg? Nee. Nee. Scheiße. Oh, was? Alter. Alles klar. Ich hab ein bisschen die Befürchtung, das endet hier für uns. Ja, ich sehe es auch gerade noch nicht. Das muss schaffen in irgendeiner Form. Ich hack jetzt erstmal den da weg. Ja. Oder kann ich. Nee, ich kann mich nicht heilen halt. Das ist mein Hauptproblem. Ja, ich heil dich. Ich mach gleich eine Heilung. Okay. Bin nach dir dran. Bam. Nummer 1. Ja, Gruppenheilung ist ja jetzt Pflicht. Und kannst du den noch entfeuern? Nee, Gruppenheilung ist mein Angriff. Nice, standhaft. Ah. Das könnte jetzt der Dingenskill gewesen sein. Ja. Oh, wenn der mal Schaden fahren würde, dieser scheiß Bogenschütze. Ja, jetzt brennen wir alle. Ja, kriegst du dem Ding jetzt nochmal irgendwie HP gegeben? Dem kein Kraut mehr. Nee, dass der nicht mehr brennt. Dem Tank zumindest. Soll ich mal den 25% Gruppenangriffsschaden zünden? Das wäre vielleicht noch gut. Ja. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Ja, doch. Den Schmied entflammen halt. Ja, ich muss Schaden machen auf dem. Wenn der scheiß Bogenschütze mal Schaden machen würde. Danke. Super. Lass es einfach fehlschlagen. Nein. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens was. Passt genauso gut. Lass dich vermobben. Ja, kannst du den kann anderen... Kann fast keinen Schaden machen. Nee, kann ich nicht. Minus 12. Geht auf. Nee, dann heil den Bogenschützen. Nicht, kann ich heilen? Nee, du meinst die Cursen. Ja.
Dann kann er auch wieder angreifen. Vielleicht kriegt man dann auch damit auf die Reihe, dass er noch vor dem anderen Typen wieder dran ist. Ja, nice. Hat das wenigstens mal geklappt. So, jetzt muss er nur noch treffen, der Bastard. Ja. Ja, toll. Jetzt bringt er wieder einen angesagten Schuss. Krasser Typ, ey. So. Kann man nicht betäuben, vergiss es. Kann man nicht betäuben, alles klar. Soll ich ihn verspotten erstmal? So, sicherheitshalber? Ja, mach das vielleicht mal. Das wird deinen Bogenschützen im Zweifel retten. Oh. Scheiße. Diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte, ey. Soll ich mal dieses Zeitsprung-Ding machen, dass wir schneller sind? Kannst du machen, ja. Ah, wir sollen schneller sein. Muss einer auswählen. Ja, wenn. Ist es prozentual oder ist es. Weiß es nicht. Viel verrät es uns nicht. Ja, dann mach den Tank. Ah ja, jetzt ist er direkt nochmal dran. Gut, dann probiere ich nochmal einen Fokus. Ja. Jetzt hat's geklappt. Also hier, verspotten. So, und dann versuchen wir hier die Rüstung zu ignorieren. Ja, nice. Endlich mal ein angesagter Schuss am Anfang gleich. Nicht weghauen. Okay. Ja, das kann er noch ein paar Mal machen im Notfall. Ja, ja, ja. Gut, aber er ist ja nicht resistent, deswegen mache ich mal Schaden. Mit. Ach so, ich bin auch nicht mehr betäubt. Ja, gut. Nee. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der jetzt nochmal dran ist. Oh ja, gut. Ich habe mich angesagt nochmal. Was ist denn jetzt los mit ihm? Mit einmal dreht er komplett am Bart hier, gell? Ja, mach mal weg das Ding. Ja. Ja. Das habe ich zwischenzeitlich nicht mehr gesehen. Ja. Was soll das noch machen? Wir mussten halt echt die Magier weghacken. Wo so. Die da aufgebufft mit Schilden standen. Ja, ja. Unangenehm. Buch des Wissens. Nehmen wir mit. Dreimal. Oh. Nimm's okay. Mal. Ja. Ah, Wahrnehmung. Uiuiui, 8 ausweichen. Ja. Ich setz aus. Ja, das bringt auch gut was. Uiuiui. Warte, ich setz aus. Aber für dich gibt's andauernd irgendwelche neuen Dinger und für den Bogenschützen, da renne ich schon seit 100 Jahren mit dem gleichen Bogen rum. Oder? Achso, nee. Ich habe jetzt nur mal wieder einen anderen Bogen bekommen, aber der war ja nicht wesentlich besser. Achten das hier alles. 22 Schaden Einzelziel. Oh, ich kann die ganze Gegnergruppe anstecken. Okay. Feuerwand macht zurücksetzen, was auch immer das heißt. Und ich kann wohl die Ausweichchance erhöhen von uns. Okay. Ja, sieht ja ganz nice erstmal aus. So, sind wir bereit. Ich eh eine Kiste. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir draußen sind, stellen wir erstmal Zelt auf, oder? Ja. Das klingt vernünftig. Alter, hab ich einen Bock, auf diesen Knopf zu drücken. Ja, groben Schaden können wir ja. Oh. Ja. Ja, danke. Gut. Hätte nicht mehr allzu oft passieren dürfen. Ja, deswegen ja. Amazing! Dein Erfolg in das Königslabyrinth hat den Schild von Hazazuel zerstört. Die größte Herausforderung liegt nun voraus. Für das Schicksal von Farul kämpfe. Was? Achso, für das Schicksal von Farul kämpfe. Oder so, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Sollte wahrscheinlich imperativ sein. Ich war dabei, als König Bronner starb. In meinen Träumen höre ich das Echo seiner Schreie. Bitte räche ihn und gib seiner Seele Frieden. Gib seiner Seele Frieden. Nur ach, drei ja. Menschen in ganz Farul hätten dieses Geheimnis enthüllen können. Einer davon bin ich. Ein anderer war mein geliebter Ehemann. Und der dritte bist du. Mariglio Vexor. Ich bezeichne dich als Verräter und Feind unseres Reiches. Was? Wir? Nein, der ach so, Typ. Der Typ, ja. Achso, jetzt ist er identifiziert worden, oder was? Oh, clevere Königin Rosomon, mein Name bedeutet doch nichts. Omus, der Gott des Chaos, naht.
Eure schwächlichen Götter sind doch nur seine trotzigen Welpen und Omus kehrt nach Hause zurück, um sie zu bestrafen. Super Nummer. Oh, ich hab grad keinen Bock mehr. Du bist schon so lange hier geblieben. Dein nächstes Ziel ist Hasta. Dort findest du Maso. Janses? Einen weiteren Agent der Königin. Alles klar. Aber krass, ich dachte, wir kommen jetzt einfach mal darüber langsam. Aber es scheint wirklich ja noch richtig komplex zu sein, diese Story. Ja, ist nicht ganz trivial hier. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt am dümmsten hinkommen. Da ist der komische Turm. Ja, ich würde sagen, wir fahren da einfach mit dem Boot rüber, oder? Also, vorher gehen wir nochmal irgendwie eine Runde schlafen im Zelt. Können auch in die Teufelswehr fast einfach laufen über Schiff, oder? Ja, stimmt. Na warte, ich latsche einfach ins Schiff, hol die komplette Gang. Fahr darüber. Stell mich hier hin. Aber das Chaos ist dann jetzt auch komplett weg. Ja, das haben wir jetzt eben gerade geschafft. Genau, dann ist das auch verschwunden. Dann wird immer eins So. zurückgesetzt, wenn man einen Abschnitt schafft. Gut, das ist wahrscheinlich so der Grindschutz, dass wir uns jetzt hier nicht auf Level 9 bringen und dann da reinmarschieren. Macht ja schon irgendwo Sinn. So, ja, und dann würde ich sagen, heilig. Boah, 100 für den Heiler? Seid ihr doof? Ja, mein Gott, dann machen wir halt mal die andere Kiste, oder? Wie das Gasthaus. Gasthaus, meinst du? Ja. Na, mal gucken, wie viel das jetzt bringt, ja. 65, na gut, ist in Ordnung. Riecht. Ah, nee, macht Ja, keinen du Sinn. musst jetzt da noch einlatschen, ja. Ja. Ich habe überlegt, ob es Sinn macht, dich abzuholen, weil du den Zug sparst. Du hättest eins noch vorfahren können mit dem Boot, ja. Ja, was kann ich jetzt auch gleich noch machen? Hat sich im Shop was verändert? Wahrscheinlich nicht, aber ich Nee. gucke trotzdem. Questbrett ist immer noch leer. Ja. Dann. So. Nee. Dienste, Gasthaus. Ach, der heilt einen einfach bis kurz vor voll, so wie es aussieht. Kann das sein? In Ordnung. Ja. Achso, jetzt habe ich den Zug natürlich nicht gemacht. Ich hole uns jetzt alle ab, oder? Ich würde hier raus wollen, von daher passt es. So, und dann, ja, fahre ich erstmal da runter. Fahr jetzt darüber und. Achso, scheiße. Naja, egal. Da ist Das auf ist die jeden Fall noch eine Seehöhle. Höhle. Ja. Wir können ja den Typen noch mitnehmen, wenn du jetzt halt je nachdem, was du würfelst, und dann machen wir erstmal den Typen und dann machen wir noch die Seehöhle. Ja, sieht ja gut aus. So, mach mal Kampfe. So, mach mal Ja. Kampfe. Ja, ist einer. So. Hat er Schild? Hat er überhaupt irgendwas? Nee. Nee. Und einfach da. Er ist einfach da und will auf den Sack. Vor allen Dingen, der ist alleine auf dieser Insel. Wir befreien den gerade eigentlich nur. Eigentlich schon, ist eine Erlösung. Ja. Explosion und tschüss. Das ist schön. Nehmen wir doch mit. Gut. Und jetzt In die rüber da. Seehöhle. Ja, klar. Wenn wir da sind. Beitreten, beitreten. Ah, gerade hatte ich ein bisschen Angst, dass es bei Kann. diesem schwarzen Bildschirm bleibt. Oh. Wie wär's mal den Schuft fokussen? Wer ist der? Ach so, ja. Der beklaut uns doch wieder. Ja, aber den triffst du halt nur mit einem perfekten Schuss wieder, gell? Ja gut, das ist so. Ja, 95%, komm. Danke. Kriegst du den weg? Mach auf 100 und bring ihn um. Sehr schön. Ja, wenn er wieder 80 Gold abholt, ist ein bisschen extrem. Also. Ja. Naja, Ja, gut. okay. Geht schlimmer. War für ihn fast genauso schlimm.
Ja, geh am besten auf den linken, weil Resistenzen und so. Also, du kannst ja ignorieren. Theoretisch schon, ja. Mache ich auch mal beim Rechten jetzt. Aber ohne Fokus zu benutzen? Ja, nice. So, gut, Ja, geh du dann. auf den linken, ich bin ja nochmal dran. Obwohl, warte mal, 8 ich Schaden mach. sollte ich machen. Auf dem Rechten mache ich 40 Schaden, Alter. Ja, aber ich mach den ja garantiert weg. Welchen? Rechten. Okay, also mach ich den linken jetzt. Ja, Ja, gut. und ich bin ja nochmal dran vor dem, von daher. Ja. Wäre ein AE toll, aber habe ich leider Ja. nicht. Ja, kannst ja nicht alles haben. Kannst ja nicht Ultraheiler sein und. Das stimmt, ja. Dafür kannst du auf den Sack kriegen und bist dann trotzdem Aber immun. ich Ist bin doch gut. immun. Das ist gut. Hey, der Bogenschütze hat mal getroffen. Konstant. Oh. Krasser Typ, ey. Ja, aber gibt gute Erfahrung hier. Würde ich auch direkt wieder auf ihn benutzen, wenn wir uns jetzt die Leistung mal angucken. Ist wieder EP, nicht LP. Ja, klar. Ah, nice. Das ist. Waren ja, da passe ich mal. Ich guck mal, anlegen. Nee, habe ich was Besseres. Krass. Giftimmunität. Okay, dann behaltet. Also, genau das gleiche, nur ein Stat höher sozusagen. Ach, das war's schon. Ah, richtige Kiste oder? Eigentlich müsste es jetzt ein Mimik sein. Nee, ist eine richtige. Also, ich müsste es mit dem Dietrich öffnen, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ich. Okay, dann wird es wohl so sein. Ernsthaft? Ernsthaft? Mit dem Ja, weil hinten Dietrich kommt halt noch ein geöffnet? Raum. Daher habe ich das jetzt abgeleitet. Ja. Ach, gemein. Die ist ganz schön aktiv, hä? Ja, ist, Ja, nice. gut, der war jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Jahre verschlossen. Da wäre es auch ein Ja. bisschen hibbelig. Aber guck mal, der hat sogar ein Auge. Haben die normalen Ja. Mimics ein Auge in der oberen Kiste? Keine Ahnung. Ja, irgendwie hat das auch ein bisschen auf den Dingens abgesehen, aber. Er ist auch gerade nicht, vielleicht muss er auch mal. Er ist auf jeden Fall ein Ja, bisschen. das könnte gut möglich sein, dass er mal muss, ey, so wie er hin und her hüpft. Er war da ja jetzt länger zugesperrt. Ja. Ja, gut, das ist für einen Barden. Das sammle ich dann mal. Oh, Intelligenz für Hab ich dich. schon. Hast du schon. Hab ich 1:1. Ich sammle sie halt, Ja. aber. Gut, weiter geht's. Schade. Die komischen Magier sind zuerst dran, gell? Ich würde Ja. ja. Was mache ich denn jetzt? Rausnehmen kannst du eh keinen, bevor die dran sind. Ja, ich überlege halt, wie viel Schaden machst du? 21 minus 10 bei den Magiern. Ja, aber deswegen überlege ich gerade lieber den. Also, entweder mache ich 33 Mit Damage. Nee. Rüstungsignor Ja, mache ich. und Mache ich. ja. Läuft. Den krieg ich weg. Also. Ja. Alter. Ist euer Ernst oder was? Krass. Die nerven die Jungs, ey. Oh. Ja, gut. Ja, ist egal. Reicht. Gut, ich. Ist jetzt halt ein bisschen scheiße, dass ich nicht fokussen kann, gell? Weghacken. Ich hoffe, das klappt. Ja, wegen dem Ach, das Schockieren. schockiert. Ja, Ja, ja. ja. Ja, den baller ich weg. Hoffentlich. Ne. Oh, Nicht ne. euer Ernst. Ja, aber mehr ging nicht. Also, mehr konnte man nicht machen. Ja. Was ist Wer eigentlich ist denn nicht jetzt richtig mit den zuerst Jungs? dran? Von den beiden? Nee, soll ich den rechten wegmachen oder einen von unseren die Kursen? Die Ihr Curse. werdet beide noch dran vor denen. Ich die Curse den, ja, ist egal, ne? Also den. Ja, Der Schmied hat weniger Leben. mach den Schmied. Sauber.
Ja, es war 100%. Ja, also. ja. So, dadurch, dass der Bogenschütze da nochmal dran ist, macht der dann ein AE. Und ich klopp jetzt auf den da drüben drauf. Gut läuft. Ja, das wird schon. Ja. Das sollte ja reichen. Naja, komm, hätte schlimmer kommen können. Ja, aber dass er noch gedodged ist, also. Naja, jetzt halt nochmal den Damage, das nervt schon. Ja, mach ihn mal weg. Ja, mach ihn mal weg. Ich habe auch gerade festgestellt, ich habe ja noch einmal eine Heilung für dich, die würde ich jetzt aber nicht verplempern, sondern einfach irgendwo ins Zelt stellen. Wenn möglich. Ja. Ist ja eh der letzte Raum jetzt. Heilen. Warte, jetzt gebe ich dir das Gottesbart. Genau, und wir sind bereit. Das ist jetzt eine echte Kiste. Das ist jetzt meine echte Kiste, ja. Ja, machen wir auf, hm? Ja. Ja, ja. Es geht schon ganz schön ab, oder? Nur visiert Gruppe an, heilt alles Leiden. Alle Leiden. Stellt sämtlichen Fokus wieder her. Ja, ich würde das auch mal an dich übergeben. Ja, ich denke vielleicht am ehesten dran, dass es da ist. Ja, ja, nice. Habe ich den jetzt an? Kann ich das sehen? Ja, das siehst du dann, wenn du auf Anlegen gehst, siehst du es direkt im Vergleich. Boah, jetzt ist das Fenster hier im Weg. Das ist ein bisschen. Sehe ich es gar nicht mehr. Also soll ich es dir vorlesen? Also es sind 5 Rüstungen, 9 Widerstand, 1 Max. Moment. Ja, ich bin alt, ich kann nicht so schnell. Alles klar. Jetzt. 5 Rüstungen, 9 Widerstand, 1 Max-Fokus, minus 4 Stärke, plus 4 Intelligenz, Fluchimmunität. Alles klar, das habe ich identisch an. Okay. Ja, Teleportschriftrolle, gut, nehme ich mal mit. Ah ja. Dungeon wurde geräumt. So, achso, ja, ich gehe mal aufs Schiff. Wollen wir hier unten nochmal hin oder wollen wir straight rüber? Nee, da unten ist eh noch so viel, da kommen wir mit Sicherheit eh noch hin. Gut. Du kannst noch sehr weit runterfahren hier mit der Maus. Gut, und damit würde ich sagen, haben wir jetzt auch die Runde beendet erstmal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf dem Weg nach Hastar. Oder genau. Erstmal zum Kobold-Korridor. Oder zum Kobold-Korridor, aber dann müssen wir dann hier einmal um den Berg rundherum. Ja, das wird unser Plan werden. Das gut. Ist so. Genau, dann, das machen wir. Bis später. Liken, wiederkommen, bis zum nächsten Mal. Genau.